Ja, moin zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich stehe hier in meiner Garage und ja, weiß nicht, ob man es hören kann. Tropf, Tropf, Tropf. Aber erst weiter dazu, gleich nach dem Intro. Ich stehe in meiner Garage und was soll ich sagen? Ich habe da ein kleines Problem. Richtig schön was zum Jahresabschluss, zum Jahresrückblick, weil ich möchte heute mal ein bisschen mit euch so durchgehen, was ist hier so das Jahr über passiert. Es ist viel schief gelaufen, hat auch viel funktioniert und ihr steht gerade auf dem aktuellen Projekt, aber durch die Problematik da muss ich das leider kurz unterbrechen, weil das muss ich irgendwie wieder dicht kriegen. Weil mit dem letzten Video, was ich hier euch oben in der Ecke verlinke, ist mir ein kleines Missgeschick passiert und zwar habe ich ja oben die Paneele von dem Balkonkraftwerk ausgetauscht gegen deutlich stärkere. Link dazu unten drunter. Richtig tolle Teile. Aber ich habe dabei die Dachpappe oben auf dem Dach beschädigt. Und ihr wisst es selber, wie in ganz Deutschland ist auch hier das Wetter gerade miserabel. Und es regnet und regnet und regnet. Ist alles nass. Und das kommt jetzt hier durch. Ich habe da jetzt schon den Gipskarton von der Decke gerissen, weil es fing natürlich alles jetzt an zu schimmeln. Und ich möchte natürlich nicht, dass die Holzkonstruktion darunter herrottet und so weiter. Daher muss es jetzt einmal alles runter. Die Dämmung habe ich auch rausgenommen. Es muss jetzt einmal quasi da hoffentlich ein paar Tage trocken sein, damit ich das Leck oben auf dem Dach reparieren kann, wieder dicht machen kann. Dann muss das hier wahrscheinlich wochenlang trocknen, bis ich das wieder zumachen kann. Aber ich zeige euch mal die Misere einfach. Und die Profis unter euch, die sowas kennen, können wir unten drunter Kommentare schreiben. Denn ihr seht das, alles schön kahl, alles schön freigeräumt. Hier war ja so ein großer Schrank, den habe ich schon entsorgt, weil komplett klitschnass und aufgequollen. Da unten drunter, ihr seht das auch, sind jetzt Eimer, so dass das jetzt da schön reintropft. Weil eigentlich tropft es nur von der einen Stelle, davon. Weil genau darüber ist das Loch in der Dachpappe, also habe ich das jetzt alles frei gemacht. So wie ich sehe, ist das Holz nur nass, noch nichts geschimmelt oder so. Und die Balken sind auch mächtig da oben. Also der eine Balken, der hat ein Maß von 10 mal 30, also der braucht auch ordentlich, bis er durchrottet. Aber trotzdem muss es natürlich wieder trocken gelegt werden und dicht gemacht werden. Aber dafür muss immer das Dach dicht. Und bei dem ganzen Schiedwetter, das wir hier gerade haben, wird sich das ein bisschen verzögern, bis ich das Dach wieder dicht machen kann. Denn ich versuche mal euch ein bisschen näher zu zeigen. Na, also ihr seht es, da tropft es ordentlich runter. Das muss natürlich erstmal repariert werden. Denn ich will eine neue Bitumenbahn oben aufs Dach kleben. Aber ihr seht, ne, weil da oben sind Pfützen auf dem Dach. Ich kriege ja nicht einfach weg. Heißt, es muss erst wirklich mal ein paar Tage trocken sein, bis ich das wieder reparieren kann. Aber bis dahin nicht verzagen, sondern euch fragen. Habt ihr Tipps, wie ich das am besten wieder hinmachen kann? Also auf jeden Fall muss das ja oben wieder dicht sein, sonst läuft das Wasser ja wieder nach. Heißt, ich würde jetzt, meine Vorgehensweise wäre, warten, bis es mal so ein, zwei, drei Tage trocken ist, dann das oben dicht machen, dann eigentlich den nächsten Regen abwarten, gucken, ob es wirklich dicht ist. Und wenn es dann dicht ist, würde ich das wochenlang hier so offen lassen und trocknen lassen, damit ich da keine Feuchtigkeit wieder mit einschließe, weil ich möchte dann das noch ein bisschen weiter aufmachen, weil auch an anderen Stellen muss es vor längerer Zeit mal reingeregnet haben, weil das ist eine alte Garage, ne? Also wirklich dicht ist sie überall nicht. Aber auf jeden Fall werde ich dann noch ein bisschen mehr Gipskarton runterholen. Dann gucken, ob da auch Leckagen sind. Aber ich glaube wirklich, die akute ist wirklich nur da, was ich kaputt gemacht habe. Ich glaube, der Rest wurde schon mal repariert. Und dann das wieder dicht machen. Wie gesagt, das Holz ordentlich wieder abtrocknen lassen. Und vielleicht messe ich das sogar mal die Feuchtigkeit nach. Was für eine Feuchtigkeit darf das maximal haben? Schreibt mal unten drunter in die Kommentare. Und ein Feuchtigkeitsmessgerät habe ich ja auch für mein Feuerholz. Und dann würde ich das wieder dicht machen, Dämmung natürlich wieder rein, Gipskarton vor. Vielleicht würde ich es mal bei imprägnierten Gipskarton nehmen, dass der nicht so schnell wieder schimmeln kann. Ja, und dann die Wand wieder schön verkleiden. Regal habe ich mir dafür schon besorgt.
Heißt, da kommen wieder 1, 2, 3, 4 Regale hin. Dann werde ich aber alles in Kunststoffkisten machen, dass für den Fall der Fälle es da wieder doch durchtrocknet, nicht wieder alles kaputt geht. Weil es ist jetzt schon relativ viel kaputt gegangen. Zum Glück waren dann nur so Sachen, die die Feuchtigkeit ganz gut vertragen. Heißt, so Tapezierzeug, so Tapezierrollen und so weiter. Das trocknet alles wieder weg, das ist nicht so schlimm. Aber der Schrank, der da stand, der war komplett aufgequollen und schon angefangen zu schimmeln hinten die Rückwand. Heißt, den haben wir rausgerissen und entsorgt. Aber nun gut. Also ich freue mich über eure Tipps unten drunter und ja, mal abwarten, was da kommt. Ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, eine große Platte oder eine Art Fensterbank, so eine Durchreiche herzustellen. Ja, und dann geht es hier darum, deutlich wieder mehr aufzuräumen, Platz zu schaffen, Ordnung zu schaffen. Das Dach ist das natürlich das A und O. Und dann auch wieder das Thema Balkonkraftwerke da voranzukommen, weil ich musste jetzt tatsächlich meine Solarbank verschicken, weil ich vermute mal, durch irgendwie ein technisches Problem hat sie tiefentladen, die hat nicht mehr geladen. Naja, zum Glück ist es im Winter passiert, nicht im Sommer, somit zu verkraften. Enka hat auch richtig gut reagiert. Innerhalb von kürzester Zeit kam jetzt endlich, kam nicht endlich, kam jetzt der Paketdienst, hat das abgeholt, kriege jetzt in diesen Tagen eine neue. Und dann kann ich wieder alles installieren und dann kann die Stromgewinnung und somit auch die Energieernte wieder losgehen. Ja, ich plane jetzt für die nahe Zukunft wieder viel mit Holz zu machen. Zum einen natürlich das, wo ihr gerade drauf steht, auf diese Art Fensterbank. Dann wollen wir unser Wohnzimmer ein bisschen umgestalten. Dafür will ich eine große Holzplatte, der Leimholz selbst herstellen, so eine richtig fette Platte, die dann quasi neben das Sofa übergeht, quasi als Ablage neben dem Sofa übergeht in den Fernsehtisch, dazwischen eben so eine Art, wie nennt man das, Sideboard bildet. Das werde ich jetzt bauen. Und dann geht es natürlich hier darum, auch die Werkzeugwand weiterzumachen, was ich ja schon angefangen habe, seht ihr. Und dann aber natürlich auch wieder dann viel draußen machen. Dann geht es ja auch darum, einen Hühnerstall zu bauen. Wir wollen ja auch Hühner haben. Dann war jetzt auch wieder die Elbe bei uns im Garten. Wer mir bei Instagram folgt, hat das gesehen. Die doofe Elbe, der Seitenarm der Elbe hat sich wieder bei uns in den Garten verirrt. Heißt, auch da müssen wir was tun. Wir wollen ja so einen Erddamm da aufschütten, wie so eine Art Friesenwall bepflanzen und so weiter. Das muss auch unbedingt im Frühjahr getan werden. Dann geht uns langsam das Feuerholz aus und auch da durch die Stürme sind hier wieder relativ viele Bäume umgeknickt. Die müssen wir noch alle quasi ernten und dann Feuerholz machen. Ja, ihr seht, die Arbeit geht hier irgendwie nie aus. Und Weihnachten ist zwar gerade kurz vorbei, aber Silvester steht kurz wieder vor der Tür. Ich meine, heute ist Samstag, wo ihr das Video guckt. Und ein Tag später ist schon wieder Silvester. Jahr rum, neues Jahr beginnt. Und ich denke auch da, ich bin mir sicher, jobtechnisch werde ich wieder weiterhin viel, viel zu tun haben, was auch gut so ist. Und daher wird die Garage und das Hobby weiterhin nur nebenbei laufen können. So muss es auch sein. Das ist eben ein Hobby. Für meinen Körper muss ich auch wieder mehr tun. Heißt, auch Fitnessstudio und Sport wird wieder mit eine große Rolle spielen. Heißt, ja, mal gucken, wie ich hier das so alles weitermache, weil ich habe noch immer zwei, drei, vier große Themen, die ich vor mir habe. Einmal eine CNC-Fräse steht da noch im Karton. Dann habe ich noch einen großen neuen Laser. Ich habe noch einen CNC-Plotter. Heißt, ich werde hier auch irgendwie versuchen, eine Technikecke in der trockenen Ecke zu erstellen, damit hier dann auch wirklich die Maschinen, die ich dann habe, auch die ordentlich stehen. Dann möchte ich unbedingt eigentlich noch einen 3D-Drucker haben. Auch das ist ein Thema, was mich sauer interessiert. Ja, ihr seht schon, hier wird so einiges passieren. Aber natürlich wird immer weiterhin das Thema Holz der Mittelpunkt sein, denn das ist das, was mir am meisten Spaß bringt. Na nun gut, jetzt wünsche ich euch allen einen guten Rutsch, schöne Silvesterfeier und ich würde sagen, wir sehen uns auch nächstes Jahr wieder. Ne? Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, bleibt gesund. Ach ja, Corona hatte ich auch gerade noch kurz vor Weihnachten, also darum ist es auch alles ein bisschen in Stocken geraten, weil eigentlich sollte das Projekt, was hier drauf steht, schon fertig sein. Aber so ist es nun mal. Naja, nicht lang geschnackt. Ich wünsche euch alle Gesundheit, guten Rutsch, kommt gut rüber, bis ins nächste Jahr. Und dann sehen wir uns hier wieder. Bis dahin, euer Tobi und die Abonnenten, die noch nicht, oder die Zuschauer, die noch nicht Abonnenten sind, klickt mal unten drauf. Ich würde mich freuen. Bis dahin, guten Rutsch, euer Tobi.